Okay. Schreist du deine Maul nicht mehr auf, was? Ich bin jederzeit für dich da, Chico. Ah!
Zurück! Eindringling, dort! Wenn er weg ist, ist er weg. Das werde ich beenden. Leute, wir müssen die Ladung sofort zu Steric bringen! Wer wird wissen, welches es ist? Richtig, Mädchen.
richtig, Mr. Bell. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch Sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Schlimmer noch. Du machst die Menschen innerlich kaputt. Holen Sie sich Starks Beruhigungssirup gleich hier. Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Hm? Ah, zieh Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madame. Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Für die Sirupverteilung hat einen Kampfclub bei der Gießerei. Mir willst du nicht in die Quere.
to the Rockies. Hergestellt. Sprich jetzt oder schweige für immer. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Können wir die Beruhigungssirup-Produktion ein für alle Mal. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Das verkompliziert die Sache. Hilfe, nicht unter die Erde.
Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. Das war fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Und die anderen Ventile? Dreimal dürfen Sie raten. Nun gut, junger Mann.
Reiß ihn ein! Lauf, bis dir die Füße bluten! Er ist noch hier! Das wäre die Chance! Oh. Tja. Gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm, ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Mir geht's gar nicht gut. Sag sonst, wo Bronson hin ist. Zur Hilfe! Was für eine Nervenzell! Thank you from the back. Thank you from the bottom of my heart. Mr. Lake, you see? Sie würden mir nicht zustimmen, aber ich habe Ihnen nie Unrecht getan, Sir. Niemals, sag ich. Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste... Ich sagte es bereits, Sir. Ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Ha! Verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie ihn! Schneller, du Nichtsnutz! Schneller! Darwin ihn auch zahlt, das ist es nicht wert. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht tief. Falls Sie mich einschüttern wollen, Sie grob, ja, verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Schön weiter. Ja. Ja. Ja.
Fragen an Sie, Sir. Was immer auch Larvin will, dann ist nicht Krieg. Was ist mit Starricks Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Ich verwende Ihr Licht. Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann! Ja, probier mich nicht! Stopp, dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Ich brauche einen kleinen Rat. Wir sollten an deinem Kleidungsstil arbeiten. Aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Kranke heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dereks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als Ihr Leben und das Ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Mhm.